Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory Oceans. Und wenn ihr euch wundert, warum ich hier halbtot bin, dann ist das deswegen, weil die Julie mich gerade halbtot geschlagen hat. Nein! Ich komme ja gleich mal rüber, ey! Nein, Spaß beiseite. Natürlich deswegen, weil wir haben letztes Mal noch offscreen etwas weiter gecraftet. Und wie ihr vielleicht unten rechts sehen könnt, Pommes noch ein bisschen gemacht und ja, die großen Energy Drinks, die die LL war das, glaube ich. Ja. Nochmal kurz gucken hier. Energy Drink L, genau, die haben wir noch hergestellt. Und deswegen bin ich ein bisschen ja, im Arsch. Im Arsch, ja. Dementsprechend, James war ja, glaube ich, nicht da gewesen. Den wollten wir noch leveln, aber der war ja heute schon weg. Ja. Aber ich denke mal, wir können eventuell nochmal ins Bad gehen. Und uns da mal ein bisschen, ne? Ich sehe leider gerade nicht die Uhrzeit so richtig, aber ich glaube, das Bad hat zu. Die machen doch erst ab 3 wieder auf. Ach ja, die machen erst ab 3 wieder. Bleibst du mal stehen? Na, egal, dann eben nicht. Gut, gut, Spaß beiseite. Ja, werde schnell gesund. Ich werde auch schnell gesund. Aber erstmal will ich mal ganz kurz schauen, wie es hier aussieht. So, wir haben Pandora. Nee, ist bald fertig. Und ja, Mikoto ist auch bald wieder soweit. Aber wir haben, glaube ich, heute schon einiges verschenkt. Das heißt, ja. Jetzt heißt es nur noch auf James warten und dann könnte man ja theoretisch mal pennen gehen. Richtig, richtig. Beziehungsweise, ich glaube nicht, dass James heute nochmal kommt, keine Ahnung. Wir waren auch lange nicht mehr bei unserem guten alten Freund Gérard. Denn, ja, den darf man auch nicht vernachlässigen. Gehen wir mal zu ihm hin und gucken mal, was er zu sagen hat. Ich überlasse das heute mal dir. I haven't seen you in quite some time. Oh my. Ich muss schon sagen, ziemlich heiß heute. Schwitzen geziemt sich so ganz und gar nicht. Ich fühle mich einfach nicht sauber, wenn ich nicht mindestens 5-mal täglich bade. 5-mal täglich, um Gottes Willen, deine arme Haut. Ja, und wie es der Zufall auch so will, haben wir natürlich wieder eine Internetstörung. Also. Ja, es wird sich aber bald ändern, weil bald mein Internet sowieso schneller werden wird. Ich mache mal eine kurze Pause, kleinen Moment mal. Ja, da sind wir wieder. Altbekanntes Problem, wie immer. Ja, altbekanntes Problem, wie immer. Gut. Ich will mal kurz auf den Anzeigeplan, sage ich schon, den Questplan aufs Auftragsbrett. Mal schauen. Oh, Lilly und Odette sind beide da. Auch selten. James, suche nach einer Wüsteninsel. Verdiene dir gratis Essen. Ach, das hatten wir. Das war ja das, was wir das mal nicht machen konnten, ne? Könntest du jetzt theoretisch machen. Ja, jetzt, wenn jetzt Bismarck da ist. Dann machen wir das mal eben. So. Aller guten Dinge sind 3. So, gut. So. So. Wir müssen uns wegen der Abholung sicher sein. Kannst du zum Laden gehen und das machen? Man wird dir dort helfen. Ach so, okay. Dann muss ich wohl mit ihr sprechen. Oh, Elektra. Die Bestellung der Schwestern, oder? Ich habe auf dich gewartet. Bitteschön, ich sehe dich bald wieder. Naja, es war ja der Reis, ne? War letztes Mal auch Reis. So, jetzt aber. Jetzt aber endlich. Danke. Das muss schwer gewesen sein. Na, es war nicht so schlimm. Wirklich? Oh, du musst stark sein. Das merke ich mir fürs nächste Mal.
Ich hab dir zum Dank Pfannkuchen gemacht. Sie sind ganz frisch und sollten wirklich gut schmecken. Jetzt muss ich Vorbereitungen treffen. Ich bin für die Arbeit bereit. Pfannkuchen und Bratrezepte Stufe 2 als Belohnung erhalten. Das ist gut. Jawohl. Dann haben wir neue Rezepte. Können wir gleich und mal gucken. Nach der nächsten Quest schon gucken? Nach der Vielleicht? Nächsten Quest können wir auch schon gucken, ja. Violet hilft mir dabei, eine Opfergabe zu machen. Ich möchte ein paar Blumen als Opfergabe auf den Drachenschrein stellen. Okay, Pandora hat noch einen Auftrag mit Geistern. Das mit der Anerkennung, das weiß ich, das können wir, glaube ich, noch nicht machen. Ich kann mal auch noch mal gucken. Kelsey hat sein übliches. Ja. Und Gerard auch. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns mal das von Violet erstmal an. So. Es ist Zeit, Violet zu treffen und es ist Zeit, ins Bad zu gehen, würde ich sagen. Bevor wir weiter... Yep. Ah, na, wie, Sierra, wie geht's? Hey there. Ja, es ist so heiß draußen. Das perfekte Wetter, um sich kopfüber in die Fluten zu stürzen. Was für ein tolles Gefühl. Ja, dann mach das mal. Mit den beiden reden wir auch nochmal. Weißt du was? Kelsey und ich helfen jeden Tag beim Saubermachen in der Kirche. Sehr lobenswert. Hallo. Nun. Ja, mehr kriegst du nicht raus, ne? Ich frag mich echt, ob Kelsey irgendwann nochmal aufgeschlossener wird. Ja, mal schauen. So, jetzt gehen wir erstmal zu Violet. Und danach gehen wir ins Bad. Ach, da ist sie. Hallo. Are you going somewhere? Auf dem schwarzen Brett stand etwas über eine Opfergabe. Oh, du hilfst mir dabei? Nun, ja, warum sollte ich das nicht? Thank you very much. Danke. Könntest du diese Opfergabe zum Drachenschrein bringen? Alles klar, das mache ich. Frühlingsblume erhalten. Okay. Da, 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 da. Na denn, auf zum Drachenschrein. Ich glaube, das war hier oben. Denn wir müssen hier... Das Bad wäre auf dem Weg. Ja, ich weiß, aber wir machen das erstmal zu Ende und dann gehen wir ins Bad, so. Dann wollen wir den Drachen mal beglücken. Ah, ich finde, das sieht gut aus. Es ist Zeit, mit Violet zu sprechen. No, wunderbar. Haben wir schon erledigt. Ach, hallo Lilly. Oh, hallo. Ich sehe, die beiden von euch machen gut. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Ja. Ja. Ah, okay. Dann gehen wir mal ins Bad jetzt. Und dann gehen wir zu Violet so rum. Jupp. Sonst vergesse ich das wieder. Ich denke, Sonja wird dich schon gebührend darauf hinweisen. So, dann sind wir wieder frisch und fromm und fröhlich und frei. Und jetzt geht's zu Violet zurück. Mal schauen, was wir als Belohnung bekommen. Hm, wieso denke ich gerade an medizinisches Kraut? Ich habe die Opfergabe abgeliefert. Thank you very much. Vielen Dank. Ich bin sicher, Talin hat sich darüber gefreut. Das ist ein Dankeschön an dich. Frühlingsblume, ja, wie genau dieselbe, die wir eben abgeliefert haben, okay. Na denn. Gut, ich denke mal, wenn wir schon dabei sind, der Tag ist ja noch,
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit an dem Tag heute. Jo. So, dass wir uns gleich an die nächste Aufgabe uns machen. Und zwar... Ich guck mal, was Pandora mit den Geistern möchte. Die lästigen Geister unternehmen etwas gegen sie, bevor sie eine Panik verursachen. So. Jetzt mal kurz gucken, wo ist Pandora? Da unten in der Umkleide. Okay. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Besuchen wir sie mal in der Umkleidekabine. Nein. Oh, hier ist ja was los. Wir müssen uns echt mal was über... Eigentlich müssten wir jetzt mal was für Beatrice überlegen, was wir ihr mal dauerhaft schenken können. Da werde ich gleich nochmal zu Hause gucken. Oh, Elena. Hallo. Hey there. Jo. Jo. Hast du noch was zu sagen? Na ja. Wenn du Waffen oder andere Dinge kaufen willst, solltest du mit dem Verkaufsgolem sprechen. Ich kann mich nicht selbst um den Laden kümmern. Das wäre zu anstrengend. Wenn du das meinst. So, wir wollten jetzt zu... Pandora. Pandora. Das ist Nerven. Pandora, ist sie hier irgendwo? Ist sie noch da drinnen? Ja, sie ist noch in der Umkleide. Okay. Mann, die braucht ja wieder ewig, ey. Tja. Diese Erzzauberinnen müssen ja immer... Also gleich komme ich da rein, du, wenn du jetzt nicht rauskommst. Das will ich sehen. War jetzt links oder war rechts? Ich weiß es nicht. Oh, Aiden, da drüben ist die Umkleide der Mädchen. Oh, du hast recht. Schwer zu erkennen, welche die Umkleide für Jungs ist. Vielleicht hast du recht. Okay. Ja, jetzt komm mal raus hier, Mensch. Wir haben doch nicht ewig Zeit für dich. Weiß jetzt leider nicht, wem ich schon was geschenkt habe heute, deswegen... Hey there. Ja, so eine Woche ist lang, ne? Ja. Ey, wenn du jetzt nicht gleich da rauskommst, ne? Meine Fresse, also das ist ja... Macht die denn? Die ist weg. Die ist aber am Strand jetzt. Oder bewegt sich da gerade drauf zu, vielmehr. Da habe ich wohl irgendwie was übersehen. Die stand doch die ganze Zeit davor. Ach, da geht sie. Ja. Nein, geh nicht weg. Oh, ach Mann. Ja, dann müsste sie aber jetzt hinter dir gleich rauskommen, oder? Sie müsste jetzt eigentlich gleich rauskommen, ja. Wenn das Hörtchen wendig wäre, wenn sie nicht so lahmarschig wäre und so weiter und so weiter. Also die Charaktere sind hier wirklich... lahmarschig hoch 3. Oh, jetzt. Jetzt ist er schon wieder oben in der Kirche. Natürlich, klar. Sie geht an mir vorbei, ohne dass ich sie sehe. Das ist... Ja, es ist eine Erzzauberin, die kann sich doch mit Sicherheit auch unsichtbar machen. Hallo? Ja, vielleicht ist er einfach... Teleport, ne? Und so. Ja, wahrscheinlich. ja, so. Hoch mit dir. Mann, Mann, Mann. Okay, sie ist in der Kirche. Ja, dann ihrem üblichen Platz hier. You may be at ease, Minion. Rührt euch, Lakai. Ah, da bist du ja. Du erwartest schon meine Befehle? Das lobe ich mir. Geht's wieder um die Weltherrschaft? Indeed. Ruhig, Blut. Zunächst musst du mir eine Horde von Geistern davonjagen. Machst du dich auf in den Norden der Winterinsel, so erreichst du einen Ort, an dem es vor Geistern wimmelt. Es gab sie schon immer dort, doch jüngst zeigen sie sich deutlich aktiver. Die Menschen halten sie für böse Geister und bekommen es mit der Angst zu tun. Ja, ich verstehe, wie sie darauf kommen, wenn sie so leuchten. Indeed. In der Tat. Auch Quinn und Kelsey hat die Angst gepackt. Fängst du sie, so werf sie ins Feuer oder in kochendes Wasser. Mach mit ihnen, was du willst. Ich habe gehört, du sammelst sie und führst sie einer anderen Verwendung zu. Ich sehe es mir an. Ausgezeichnet. Enttäusch mich nicht.
Okay, da oben. Oh, jetzt haben wir natürlich einen ordentlichen Weg vor uns. Tja, gut. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir eventuell, wenn wir es uns leisten können, mal dahin fliegen, weil bis wir da wieder angekommen sind, das dauert ja 100 Millionen Jahre. Okay, 100 Millionen Jahre jetzt zwar nicht, aber... 5000 Gold, ne? Ja, mal schauen. Bisschen hatten wir, glaube ich, ja noch drin. Ja, ich glaube, du bist doch schon mal geflogen mit Talon. Ja, einmal. Hast du einen Wunsch? Ich schätze, ich komme rechtzeitig. So, mal schauen. Wir haben noch 2000 Gold. Das heißt, wir müssen mindestens 3000 dazu fügen. Haben wir denn so viele überhaupt? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich gucke erstmal nach, wie viel Geld wir überhaupt haben, bevor ich hier irgendwas dazufüge. 3140, da wäre schon wieder unser ganzes Geld weg. Nee, das machen wir nicht. Ja, zumal du ja auch keine 3000 reinpacken kannst. Richtig, wir können nur 5000 reinpacken. Dann werden wir jetzt halt noch ein Stück fahren, dann den Tag beenden und dann weiterfahren. So machen wir das. Vielleicht ist James dann ja auch schon wieder da. Richtig, ist er vielleicht jetzt sogar... Nein. Gut, wir fahren jetzt erstmal ein Stück weit los mit unserem Freund. Dem John. So, gut, ich denke mal, bis hierhin sollten wir erstmal kommen, oder? Ja, das denke ich auch. Lauf, mein Großer! Lauf! Na, die gehen ganz gut runter, die. Damn. Jo, das war aber ganz gut bemessen, ne? Das schafft er nicht. Müssen sowieso hier... Okay, würde sagen... Feierabend. Feierabend. Der Tag ist zu Ende. So, ja, schlafen gehen. Ja. Time to go to bed. Oh, es regnet. Ja, das macht ja nun nichts, oder? Good morning. Nee, was liegt denn heute an? Wir haben den 21. Nur nichts liegt weiter an. Nö. Gut. Geburtstag dann, ist erst im Herbst wieder. Dann würde ich sagen, dass wir mal als allererstes weiterfahren. Jo. Und uns um die Insel später kümmern. Vielleicht sogar offscreen teilweise mal gucken. Weil das doch immer sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So, So. Oh, das müsste ja hinkommen. Und dann hast du bestimmt gleich wieder voll den Sea-Fight. Mal schauen, den Curl, ja, den werde ich haben. Ausrufezeichen. Aber wir haben noch... Das Risiko gehe ich mal ein, eventuell. Mal gucken. Okay. Ja gut, mit halber RP, das ist irgendwie... Du hast ja letztes Mal gegen den Tintenfisch schon Schwierigkeiten gehabt, ne? Ja. Richtig. Schon wieder ein Tintenfisch, ja. Diesmal werde ich ihn
Oh, wow. Sehr gut. Aber ist das schon weg? Oh, das ging ja. Aber, das ging aber schnell. Na denn. War bestimmt nur so ein billiger Abklatsch. Naja, sehr, sehr interessant. So ein Ding hatten wir doch schon mal. Ja, so, die sehen manchmal ähnlich aus. Da haben wir auf jeden Fall Geister. Das wollten wir ja auch. Und wenn wir da reingehen, geht bestimmt die Tür wieder zu. Ja. Aber das ist mir jetzt egal. Wir gehen da jetzt rein. Okay, es geht keine Tür zu, aber... Ui, was ist das denn? Das sehen wir uns gleich mal an. Oh, nicht in die Lava. Nee, das sollten wir nicht tun. Ich mache erstmal die Kugel platt. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. So. Am Elefant, wo bist du? Mal den nervigen Ogre weg hier machen. Wieso sind jetzt alle weg? Weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht. Kleine Schatztruhe. Aber wieso sind jetzt alle weg? Ich habe doch die Ameise gar nicht platt gemacht und auch nicht den anderen Elefanten. Sind die in die Lava gelaufen vielleicht? Vielleicht. Mal gucken. Ob die jetzt wieder da sind, wenn ich... Ja. Nee, sieht so ziemlich leer aus. Denn ich will mir dieses Vieh zähmen. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Gottesanbeterin. Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch jemand anders haben, aber wir nennen sie Sprout. So. Macht's gut. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Und dann wollen wir mal gucken, ob sowas kann. Nee, sie kann nix. Gleich wieder weg. Sie kann irgendwas produzieren, wahrscheinlich. Ja, weil selbst bei der Kiste wird es doch angezeigt, oder nicht? Wenn die irgendwas kann. Hat die nicht jetzt sogar schon was? Nee. Tut mir leid. Ja. Mach's gut. Vielen Dank für alles. Ja, für was denn? Da gibt's bessere Monster. Ja. Aber nett, das mal zu sehen. Nett, das mal zu sehen. Und wenn wir jetzt schon dabei sind... Bleiben wir gleich hier. Zumindest das Bürsten werden wir machen. Dann gucke ich mal, wie viel da sonst noch zu tun ist. Und machen das eventuell offscreen. Jo. Oh, eine Menge. Ja, wolltest du hier eine Pause einlegen oder am Ende der Folge das dann machen? Vier. Fünf. Ich werde jetzt nur mal die Monster kurz bürsten.
Man sieht ja hier, dass hier eine Menge abzuernten ist. Ja. So. Kurz auf die andere Insel. Eins. Und zwei. Ne, da war ich nicht nah genug dran. Jetzt. Gut, wie viel Zeit haben wir denn noch? 20 Minuten. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen das jetzt mal. Und machen mal den Part noch weiter. Genau, wir gehen mal... Hello. Kannst ja mal gucken, ob James wieder da ist. James... Sieht nicht so ja, aus. Ja, der ist im Laden. Oh, sehr gut. What a nice aroma. Das ist gut, dann werden wir direkt mal dahin gehen. Nein, da lang. Hallo, Meister. Hallo. Hallo, Aiden, Sonja. Mögt ihr ein wenig plaudern? Klar, warum nicht? Hau raus! Wie läuft es denn so? Gewöhnst du dich wieder an alles? Ja! Hier sind alle so nett. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Das freut mich zu hören. Wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann sag es mir bitte einfach. Danke, das bedeutet mir viel. Du handelst mit Leuten außerhalb der Insel, nicht wahr, James? Ja. Yeah. Das stimmt. Import-Export könnte man das nennen. Ich verkaufe Dinge von der Insel und importiere welche, die man hier nicht kaufen kann. Das ist echt beeindruckend. Sowas könnte ich niemals machen. Danke, aber es ist gar keine so große Sache. Es ist ja nicht so, als ob ich etwas erschaffe. Ich glaube, Elena ist viel beeindruckender. Sie erschafft schließlich etwas, diese wunderbaren Golems. Wo wir gerade von Elena reden, ich war neulich in ihrem Zimmer und da hat sie mich plötzlich umarmt. Solch eine vernarrte Schwester zu haben, ist toll. Sie hat mir mal mit dem Ellbogen in den Bauch geboxt, das tat echt weh. War ein Unfall. Und dann... Okay. Ja. In den Bauch geboxt, warum nicht, ne? Ich kenne das ja nicht, wie das ist, so Geschwister zu haben. Ich habe lediglich einen besten Freund, den ich zwar als großen Bruder bezeichne, aber ich glaube, vergleichen kann man es nicht. Ja, nicht so direkt vielleicht, ne? Kann schon eine schöne Sache sein, denke ich. Kommt halt immer darauf an, was man erwischt. Genau wie bei den Eltern, da weiß man auch nie, was man bekommt, ne? Ich bin ja auch Einzelkind, ich habe auch keine Ahnung. Ja. Gut. So. Oh, noch. Wir haben noch mehr Aufträge. Jetzt guck mal. Elena, Mervyn, Elektra, James. Das wird aber eine Auftragsmacherei. Willst du nicht erstmal bei Pandora die Quest abgeben? Ach ja, stimmt. Das muss ich erstmal machen. Du hast recht. Gut, dass du mir das gesagt hast. Ja. Ich hab's schon wieder völlig verpeilt. Typisch für mich. Gut, auf zur Kirche. Also, da haben wir aber einiges zu tun jetzt. Ja. Muss ja nichts Verkehrtes sein, ne? Nee, richtig. So. Schönen guten Tag. Hallo. Ach nee, wo bist du denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Ist sie... Wo ist sie denn jetzt? Hä? Hä? Sie ist doch in der Kirche. Im Kinderzimmer vielleicht? Ah, tatsächlich. Spielst du mit den Kiddies? You may be at ease, Minion. Very nice. Du hast die Geister also gefangen? Gute Arbeit. Nimm dies als Belohnung. Es könnte auch andernorts Ansammlungen von Geistern geben. Ich erlaube dir, dich auf die Suche nach ihnen zu machen. Du darfst gehen. Dämonenblut. Oh, warum nicht? Danke, danke. Kannst du damit überhaupt was anfangen? Ich hoffe, du erzählst den Kindern keine Horrorstories.
Gut. Ich glaube, Quinn würde das sogar noch cool finden, wetten? Ja, wahrscheinlich, ja, da hast du recht. Gut, ja, dann, Oh yay! Was denn? Mein Hahn liegt gerade los hier im Hintergrund, also einer meiner Vögel. Das ist doch kein Hahn. Doch, na klar. Ist das dein Ernst? Ja, männliche Vögel nennt man Hahn, egal ob es nun ein Hahn ist wie vom Bauernhof oder nicht. Okay. Dann gehen wir doch mal zu Elena. Ich muss meinen Golem aufmöbeln, ich muss Insektenteile kaufen. Komm zu mir. Mhm. Na denn, Insektenteile, da haben wir ja vielleicht was für sie. Ja. Ach, sie schläft. Okay, das können wir erstmal vergessen. Machen wir erstmal eine andere Aufgabe. Bis sie mal wieder aufgestanden ist. So, machen wir erstmal den von Merwin. Ein gefährlicher Auftrag. Ich brauche Gegenstände, die man nur bekommt, wenn man mit Monstern kämpft. Vielleicht haben wir da ja direkt was für sie. Vielleicht. So, Merwin, wo bist du? Wo bist du denn? Ich bin da oben im Badehaus. Ach ja, sie putzt natürlich wieder. Ne, es ist zwei. Vielleicht haben wir aber Glück und können mit ihr reden. Läufst du in die falsche Richtung? Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ist mir jetzt egal, ich mache erst einen Umweg. Denn, ne, ihr wisst ja, wie das ist. Die Beine vertreten ist gesund und, wir haben schon lange keinen optionalen Part mehr gehabt, fällt mir mal so auf. Macht doch nichts, oder? Nö, richtig, macht nichts, aber könnten wir mal wieder machen. Okay, jetzt können wir leider nicht mit ihr reden. Na, das ist blöd. Erst geht Elena nicht, jetzt geht sie nicht, aber eigentlich müsste es ja gleich vorbei sein. Ja. Halbe Stunde. Warten wir mal noch so lange. Reden wir mal mit so einem NPC hier. Dieses Dunkelelfenmädchen ist wirklich hübsch. Die Welt ist voller hübscher Mädchen, die ich noch nicht kenne. Deswegen werde ich mein Leben lang auf Reisen gehen. Ja. Sehr, ja. Mikoto? Good afternoon. I hope nothing is amiss. Ja. Ach ja, wir haben ja einen neuen Tag. Na, dann könnten wir eigentlich mal wieder... Geschenke verteilen. Wenn wir schon dabei sind. Hier hast du einen gegrillten Fisch. Bitteschön. So. Mal gucken, vielleicht ist er ja auch schon draußen. Nee, sie ist immer noch da drinne. Gut. Dann gehen wir noch mal kurz hier hin. Jetzt ist es 3, aber... Hallo. Von Pandora haben wir ja nichts. Aber wir können Violet was geben. Bitteschön. Könnten auch ein bisschen mehr mit den Leuten reden demnächst noch. Ja, aber ich denke mal, so viel Neues werden die nicht erzählen, ne? Nein, doch, Violet, ich weiß von früher, so Violet hat schon öfter was Neues, wenn man mal öfter mit der quatscht. Okay. So, aber jetzt... Merwin! So, jetzt mal bewegt man deinen... Ah, da ist sie ja. What is it? Hä? Was ist? Suchst du nach einer neuen Beschäftigung? Deine Nachricht am Brett hörte sich irgendwie gefährlich an. Du möchtest, dass ich gegen etwas kämpfe? Wirst du es tun? Dazu muss ich die Details kennen. Ich bräuchte einen Insektenkiefer und 2 Eisenstücke. Für den Insektenkiefer musst du gegen Monster kämpfen. Die Eisenstücke kannst du überall besorgen. Ah, puh. Das hört sich nicht schwer an. What did you say? Das sollte es auch nicht. Nicht, wenn du ein richtiger Abenteurer bist. Ach ja, Insektenkiefer habe ich glaube ich noch in der Truhe. Ja. Und 2 Eisen habe ich auch dabei, sollte ich, denke ich mal. Also das ist nicht so das Problem. So. Ja.
Gott, wie war das nochmal? Vogelfeder, scharfe Krallen. So wie ich das sehe, hast du keinen Insektenkiefer. Das kann doch nicht sein, dass wir keinen Insektenkiefer haben. Brauchtest du das vielleicht? Für irgendwelche Rezepte? Ja, stimmt, das kann sein. Fürs Gegengift oder so? Insektenkiefer, ja, dann müssen wir mal ein paar hier, ne? Das Problem ist nur, dass du John nicht an irgendeiner Insel hast, wo Insekten rauskommen. Doch, warte mal, da ist doch diese olle, diese Ameise, die wir da vorhin schon hatten. Lässt sich vielleicht welche fallen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal nach. M? Rein in die Lava. Ja, denn die kriegt gerade Schaden da in der Lava. Ich nehme an, die sind das letzte Mal auch alle in der Lava gestorben. Ja, das ist aber schlecht, wenn die in der Lava stirbt, weil dann kann ich das... Ja, ja, klar. Die hat uns nichts hinterlassen. Nee. Tja, du könntest jetzt auch nirgendwo sonst hin auf die Schnelle, ne? Ja, das ist das Problem. Ah, ich hab keinen Bock auf die. Mal gucken, wo sind wir denn? Du bist noch über der Winterinsel. Ah, hier ist ja sonst auch nichts. Ja. Die Schiffswrackinsel, da waren aber auch keine Insekten, soweit ich weiß. Nee. Ah, das ist ja jetzt echt nervig. Ich versuch's jetzt noch einmal und dann... Aber wenn dich das mit dem Farm jetzt schon nervt, ne? Dann sag ich einfach mal ganz dreist, dürftest du kein Warframe spielen. Nervt mich doch nicht. Hast du doch gerade gesagt, das nervt dich. Nein, habe ich nicht gesagt. Es nervt nur halt im Let's Play, weil da muss man dann sein Offscreen machen halt. Naja. Na, weiß ich nicht, dann können wir die Quest jetzt auch nicht machen. Müssen wir warten, bis wir wieder Insektenkiefer haben. Machen wir halt eine andere Quest. Jo. Tja. Das ist halt so, die meisten Quests sind jetzt töte dies, töte das, bring mir jenes. Das ist das Problem. Elektra könnte ein schwieriger Auftrag sein. Versuchen wir das mal. Jo. Oh, hello. Ist auch ein Badehaus. Oh, Moment mal. Wenn die alle da jetzt reingehen, können wir mal ein paar Geschenke verteilen. Bitteschön. Kartoffelsalat. So, und einen gegrillten Saibling. Nee, was war das? Gegrillter Saibling? Nee.
Nee, Essigburken. Eingelegte Gurken. Ja. So. Und für Elena haben wir vielleicht auch was. Jo, Altmetall. So. Hätten wir das auch erledigt. Ach ja, Quatsch, wir wollten ja zu Elektra jetzt. So. Und sie ist auf dem Weg zum Laden, gut. Ja. Ich pfeife auch gleich, du. Ah. Okay. Ist sie jetzt doch im Haus geblieben? Ja, sie geht zum Haus. Gehen wir sie mal besuchen. Ja. Hallo. Ist er hier? Ja, hier ist er. Guten Tag. Oh. Auf der Nachricht am Brett stand, dass du ein sehr ernstes Anliegen hast. Ja, es ist eine sehr schwierige Aufgabe. Worum geht's? Ich möchte, dass du Elena dazu bringst, ihre Medizin zu nehmen. Violet und ich haben es versucht, aber wir konnten sie nicht dazu bringen. Ist das eine unangenehme Medizin? Es ist ein Grippemittel. Das ist alles? Ja. Bringst du sie dazu, es zu nehmen? Tja, denn. Keine Ahnung, wie sollen wir sie dazu bringen? Einfach ihren Mund aufreißen und reinstopfen? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. wo ist sie denn? Ach, sie ist im Gasthaus. Gut. Das ist das Letzte, was wir machen. Dann ist der Partner mir auch voll. Out of order. So. So. Hey there. Oh, ich fühle mich schrecklich. Was willst du? Dann müssen wir es ihr wohl geben, wa? So. Bist du erkältet? Ich habe Medizin von Elektra dabei. Ich bin nicht erkältet. Aber dein Gesicht ist ganz rot. Es ist nichts. Ich hasse Grippemittel. Es macht mich müde. Oh, du hörst dich furchtbar an. Komm schon, Elena. Du wirst dich besser fühlen oder sei kein Weichei, nimm es. Weichei, definitiv. Okay, wir können es ja mal probieren. Mit diesem Erkältungsmittel kommst du sofort wieder auf die Beine und bist voller Energie. Na gut, okay. Was hat das jetzt mit Weichei zu tun? Oder hätte sie dasselbe gesagt, wenn wir es andere ausgewählt hätten? Danke für dein Verständnis. Ich werde es Elektra sagen. Nein, weil ich wollte jetzt mit dem Weichei sagen, war Elena ja immer so, ja komm hier, jedes Mal, wenn du einen Freundschaftspunkt machst, gleich aufs Maul und so. Deswegen habe ich gedacht, wenn du hier mit dem Weichei kommst, funktioniert's. Ja. Falsche Richtung. Ach ja. Ja gut, eigentlich müssen wir jetzt den Part schon beenden, aber ich will das jetzt noch zu Ende machen. Ja komm, die paar Sekunden oder eine Minute, die du da überziehst. Da ist erstmal... So. Hat sie es genommen? Sonja hat es wirklich geschafft. Heißt das, ich bekomme die Belohnung? Natürlich. Warum nicht? Wie wäre es mit einem Grippemittel als Belohnung? Vielleicht hilft's dir ja. Du kannst es haben, Aiden.
Grippemittel und Körperanleitung Stufe 2. Das ist schön. Grippemittel können wir verwurschten. Aber Körperanleitung Stufe 2, also ja, Anziehsachen für den Körper. Das ist nicht schlecht. Ja, Freunde, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rune Factory Oceans. Bis dahin sage ich bye bye, macht's gut, ciao, euer Dreamy. Ja, von mir auch. Hoffe ich, es hat euch gefallen. Der Kampf gegen den Tintenfisch ging ja relativ zügig. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich denke, wir werden jetzt noch die Feldarbeit machen. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.